Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke, ja, Sie haben recht, wenn Sie sagen, die digitale Transformation bietet Chancen, insbesondere auch für unser Bundesland, auch gerade wenn es darum geht, gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land herzustellen. Ich muss Ihnen aber gleich sagen, wir werden Ihren Antrag ablehnen, denn wir sehen nicht das Potenzial Ihres Antrags, um da zumindest einen großen Beitrag zu leisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt schon viel über das Thema digitale Transformation gesprochen. Wir sprechen darüber, gesellschaftliche Transformation, wie sich Gesellschaft verändert, wie wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon, das geht ja erst nicht seit heute los, erst nicht seit letzter Woche oder zwei Jahren, seitdem wir das Digitalministerium haben, dass sich Prozesse verändern. Wenn wir beispielsweise zur Bahn gehen, früher sind wir bei der Bahn regelmäßig zum Schalter gegangen, das war ganz normal, weil es keine andere Möglichkeit gab. Mittlerweile sind die Schalter die Ausnahme geworden. Eigentlich bleibt uns nur noch der Automat oder wie viele das machen mit dem Handy mittlerweile. Ich bin selbst auch noch bei Fragen zum Schalter gegangen, um auf die Frage des Kollegen Renz zu antworten. Ich benutze relativ viel auch das Handy mittlerweile, muss zugeben, da hapert das aber wieder an den Login-Daten, weil ich an so vielen unterschiedlichen Portalen Login-Daten brauche, was wir, und da hat der Minister oder beziehungsweise die Staatssekretärin im Ausschuss schon viel darüber geredet, wir sind ja voll dabei. Was Digitalisierung, was wir im Land machen, was das Ministerium macht, was auch dem Ausschuss berichtet wird, da gibt es verschiedene Prozesse. Wir wollen Verwaltung digitalisieren, wir wollen die Behördengänge digitalisieren. Dazu zählt auch, dass wir dafür sorgen, dass jeder sich online nicht mehr über 100 verschiedene Login-Daten bei seinem lokalen Stromversorger einloggen muss, bei den Stadtwerken, sondern dass man Anknüpfungspunkte schafft. Wie machen wir das Leben der Menschen einfacher? Wie sorgen wir dafür, dass sie vor Ort möglichst einen einfachen Behördengang haben und den Behördengang selber nicht als Qual erleben. Aber ganz andere Themen, beispielsweise das Thema Breitband, von dem wir gesprochen haben, da sind wir bei. Das ist immer noch eine der größten Voraussetzungen, die wir eigentlich brauchen im Land. Da zählt natürlich auch die eben angesprochenen Punkte 5G, flächendeckendes 4G zu. Wir können aber auch nicht davon ausgehen, dass es alleine was bringt, wenn wir die Geräte anschaffen, wenn wir Breitband anschaffen, denn damit ist noch nicht viel geholfen. Wir sprechen über Bildung, digitale Klassenräume und da ist auch diese Frage, Digitalausschuss gibt es ja auch im Bundestag, gibt es ja auch Möglichkeiten, wir sind ja schon der, als Ausschuss für Energie, Infrastruktur, Digitalisierung, wenn man so will, der Digitalausschuss und wir beschäftigen uns ja auch schon themenübergreifend, aber wenn ich dann an der Stelle auch wahrscheinlich ohne Fachpolitiker im engeren Sinne über Themen diskutiere, ich erinnere mich nur gerne an Diskussionen beispielsweise mit dem Kollegen Butzki, der für die Schule zuständig ist. Und wenn wir dann als Digitalisierungspolitiker Themen aufwerfen, dass man zum Beispiel im Klassenraum später weniger Handschrift, weniger auswendig lernen, dann ist das schon ein Disput, den ich gerne auch dann nicht irgendwie missen möchte, nicht nur im Plenum führen, sondern und nicht nur außerhalb des Digitalausschusses, sondern dann halt auch vor Ort, wo sich um digitale. So könnte ich auch über viele andere Bereiche, wo die digitale Transformation Einzug hält. Der Minister hat es erwähnt, wir haben das Digitalministerium, der Ausschuss für Digitales, wir haben die digitale Agenda, Stabstelle, Digitalisierungsbeirat, wir lassen uns informieren im Ausschuss, was zum Thema digitale Verwaltung und den Teil digitale Wirtschaftsförderung, die uns beschäftigt. Was wollen wir machen? Natürlich geht es dahin, das hat der Minister erwähnt, wir wollen eine Strategie haben, aber die Strategie muss lebendig sein. Es kann keine festgezurrte Strategie sein, die wir innerhalb von wenigen Wochen aufschreiben, denn wir wollen ja auch gucken, andere sind auch dabei, viele sagen auch, andere sind Vorreiter, aber man muss auch gucken, inwieweit funktionieren die Sachen da, denn auch nicht das funktioniert alles. Wir müssen, und das ist sicherlich auch an der Stelle die wichtigste Aussage, natürlich für die digitale Transformation die Menschen sensibilisieren. Es kann nicht sein, dass sich die Hälfte abgehängt fühlt, denn es geht gar nicht darum, ihnen was wegzunehmen. Es geht immer nur darum, zusätzliche Chancen zu eröffnen. Digitale Verwaltung heißt nicht, dass in Zukunft jeder darauf angewiesen ist, ein Smartphone zu nutzen, um seine Behördengänge zu machen, sondern es soll es vereinfachen, dass diejenigen, die es damit machen können, die damit auch gleichzeitig Verwaltungskosten einsparen können, um für andere Möglichkeiten im Bereich der Beratung mehr zu machen, dass wir dafür Möglichkeiten schaffen und weitere, vielleicht sogar bessere Beratungsangebote schaffen.
Und nicht zuletzt, der Minister hat gesagt, wir müssen auch in diesem Prozess mit dem Digitalisierungsbeirat über die Themen sprechen, IT-Sicherheit, Datenschutz, dass jeder auch wirklich mitgenommen ist und dass jeder für diese Probleme sensibilisiert ist. Wir werden den Antrag ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.